So, jetzt wird's richtig cringe und lustig, bevor es zum legendären Bankdrückbattle kommt. Zum legendären. Gucken wir uns jetzt erstmal. Oh Junge, jetzt wird's richtig unangenehm, Freunde. Bitte. An die Älteren hier im Chat, ihr könnt schon mal den Chat verlassen, denn das will keiner sehen. Tim Gabel versus Patrick Reiser. Flexing and Posing. FIBO 2014. Digga, das Video ist 8 Jahre alt, hat 1,1 Millionen Aufrufe. Let's go. Oh, da war die FIBO noch. Da war die FIBO noch eine gottlose Veranstaltung. Und der Kollege hier. Unfassbar. Ey, jetzt wird's richtig witzig, Freunde. Let's go. Diese ganzen Gym-Aesthetic-Spacken, Alter, liefen da im Tanktop rum auf der FIBO. Schämt ihr euch eigentlich nicht, Alter? Das war ja wie eine richtige Party. Guckt sie euch an. Wie eine Sekte. Guckt mal bitte, was da los war, Alter. Schnell die Rollos runterlassen, dass die Nachbarn das nicht sehen. Ja, Mann. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Alter. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey, die meinen das ernst, ne? Die meinen das wirklich ernst, Digga. Und die haben sich mit der Scheiße wirklich komplett behindert verdient. Zum Glück ist diese Zeit in der Form. Oh ey, zum Glück gibt es diese Zeit. The next generation. The current generation. Aber es war schon irgendwo lustig, ne? Vor 8 Jahren, wie alt war ich da? Ja, Anfang 20. War schon witzige Zeit irgendwie. Aber selbst damals konnte ich mich damit auf jeden Fall nicht identifizieren. Mit meiner Alpha-Jacke damals. Schau dir mal die Adern an, die sind dicker als der ein oder andere Schwanz. Next level. Rein noch Next arbeiten, level. aber. Hör, die muss doch sowas von Muskelkater haben am nächsten Tag vom Posen. Aber was denken sich denn die ganzen Leute, die daneben stehen? Die feiern das, ne? Die finden das krass. Sie sehen uns. Was sagt ihr denn zur Form? Scheiße. Besser auf Videos oder hier? Müll. Hier. Jetzt packt der komplett aus. Ey, Junge, das darf doch nicht wahr sein, Alter. Und da hinten einfach aus dem Nichts. Einfach aus dem Nichts, so ein Oppi. Der rennt da einfach durchs Bild. Nee, der steht da. Der zieht dich das Ganze rein. Junge, was ein Hampelmann hier. Wisst ihr, was mich interessiert? So, klar, es herrschten damals andere Zeiten, aber meint ihr, wenn die Jungs das jetzt sehen? Lachen die darüber? Also stehen die dazu, amüsieren sich drüber oder denken sich so, oh nee, bitte nicht, warum kann man das nicht löschen? Welchen Kanal ist das überhaupt? Nee, das ist auf dem Gabelkanal, der lässt da drinnen, der löscht das nicht. Aber wenn ich mir dann denke, okay, ich vor 10 Jahren, okay, ich war jetzt nicht so, aber ich war auch schon ein bisschen anders, ne? Das ist ja normal, man wächst und reift mit dem Alter. Und die waren ja auch damals, war auch, wie alt war der Tim denn da? 18? Ja, das würde mich interessieren, aber naja, egal, gucken wir mal weiter. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's rum. Nee, der steht da einfach in Unterhose.
trocken war der, ne? Aber Fleisch ist da nicht viel. Du, von wo holt der denn die Sidechest? Der holt die Sidechest richtig aus dem Boden. Guck mal bitte. Guck mal, von wo der die Sidechest holt. Der beschwört die aus dem Boden. Guck mal, der geht. Der holt richtig aus. Zeig mal den Trizeps. Oder macht er die auch noch komplett falsch? Oh, Misha Janjek, Alter. Der Typ ist auch richtig, den sehe ich schon die ganze Zeit, ne, den hier, den Kollegen. Komm in unser Team. www.karl-s.com/fitwerden. Und die Frau denkt sich, Smash, Alter, Smash. Was? 19 ist er, hat er gerade gesagt? 12 April. Auch diese Musik, ne, die macht mir ganz schlechte Laune. Ein Foto mit euch drei. Ist es drei? Ja. Das eine ist das Foto mit einer von euch. Was? Will einer von uns? Was? Was fragt der? Mann, ich will sagen, Patrick schon raus. Patrick schon raus, danach müssen die Jungs gehen. Das ist mein erstes gefragt. Wer der meinen Flug zuerst fängt? Mal ganz hart. Ey, Junge, die streiten sich so um den Schuh, oder was? Die Jungs gehen. Das ist mein erstes gefragt. Wer der meinen Flug zuerst fängt? Mal ganz hart. Wer meinen Schuh zuerst fängt? Guck mal, die kämpfen um den Schuh, Digga, wie am Black Friday, Alter. Ja, meiner, ganz klar. Guck mal, die... Jetzt gibt's Schlägerei, oder? Schuhzer, oh, der meint's ernst, Digga, das ist doch der hier. Wisst ihr, wer das ist? Wisst ihr, wer das ist, Freunde? Den erkenne ich doch auf den allerersten Blick, Digga. Den erkenne ich doch auf den allerersten Blick, Freunde, wer das ist. Pff. Den erkenne ich doch sofort, Alter. Guck mal, warte mal, nochmal. Guckt ihn euch an, merkt ihn euch, dieses Gesicht hier. Okay, nicht Thunfisch. Das ist doch der Kollege hier, Alter. Oder täusche ich mich? Der Mann hat ein bisschen zu viel getrunken. Wie viel zu viel? Wie viel hat er? Das weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Alkotest gemacht, aber ich glaube, er ist auch nicht mehr in der Lage. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht... Nee, nicht mit dem Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Was hast du... Ey, Freunde, der sieht doch original gleich aus. Oder? Doch, das ist er. Der ist so da hier noch ein bisschen jünger, Freunde. Das ist er. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Aua. Das war doch mal legendär. Ja, Walter Frosch. Ja, Walter Frosch gucken wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt weiter diese Idioten hier an. So, weiter geht's. Aua! Okay, stopp, stopp, stopp! Soziales Ey, das ist so unangenehm, sich das anzugucken, ne? Gib mir das Handy. Komm mal, jetzt machen wir rechts. Julian Zietlow hier mit der Käppi? Ne, ist ein anderer, sieht aber fast gleich aus. Ich hab das mit dem Schuh auch gar nicht verstanden. Worum ging's da, Alter? Und was ist das für ein Ansturm an jungen Burschen?
Junge, wie oft hat der bitte seinen Arm angespannt? Männer, die um den Schuh eines anderen Mannes kämpfen. Ich sag mal besser nicht, welchen. Ich sag auch nichts dazu, ich find's einfach nur lustig, aber mega unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Wer den Schuh gefangen hat, durfte ein Foto machen. Kein Witz. Was? Junge, wisst ihr, was die, wie der jetzt mal wirklich Stachel ist, ne? Hand aufs Herz. Dieser Junge hier, zu dem Zeitpunkt, war er, wie alt war der da? 17, 18, maximal 19. Wisst ihr, wie der sich dort gefühlt haben muss? Ganz ehrlich, ich würde mich bestimmt auch krass fühlen, wenn du im Alter von 17, 18 so vergöttert wirst für deine Form von so vielen jungen Leuten. 18 Jahre, schreibt der Chat. Da hebt man doch komplett ab, Digga. Der, das ist hier ein anderer Kandidat, ne? Aber Freunde, ohne Spaß, ja, wie ein König, 100%. Natürlich wäre es schöner, wenn das alles Frauen wären, Mädels. Aber was meinst du, wie sein Ego hochgeschossen sein muss? Jetzt mal Hand aufs Herz. Scheißegal, was die da machen, was das für Spacken damals waren. Aber oh, Ego, Digga, ist hochgeschossen in Kosmos bei denen nach so einer Fibo. Hat sich gefühlt wie Ron auf Nase, ja. Boys, was geht? Ich bin ja gerade am Abdampfen. Ihr seht hier Spiegel Online. Das Datum heute ist der 2. Januar 2014. Und wir machen neuen Shit. Ja, deswegen müssen wir erst... Ey, Junge, was? Mal updaten den Ralph hier. Wir haben den Kollegen am Start. Ralf Zettele, Junge. Ihr seht, Legende. Sieht aus wie ein fetter Scheißhaufen. Ja, Mann, danke. Bam. Ah. Müll. Aber da sind die Gains schon am Start. Die Junge, was für Gains? Die Gains kommen. Das heißt, wir sind jetzt schon beim dritten Training war das heute. Oh Mann, waren das wilde Zeiten, Freunde. Mit Ralf Settele, Alter. Tim Gabel, Misha Janetz und den ganzen anderen Leute.